Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ihr seid Team Günstmaus von vorne bis hinten und deswegen habe ich heute viele Drogerieprodukte für euch, die wie High-End-Produkte performen. Wir haben ein komplettes Fullface mit Make-up, mit Produkten, die ihr schon kennt. Teilweise Produkte, die ihr sicherlich aber auch nicht kennt und ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Auch in diesem Video verlose ich wieder eine große Make-up-Kiste für diejenige von euch, die die richtige Anzahl von diesem Emoji hier gefunden hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und ich kontaktiere euch dann, wenn ihr mir auch schreibt, wie ich euch kontaktieren kann. Ich freue mich immer, wenn ich euch ganz viel Make-up zurückgeben kann. Dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit Love Cosmetics, / mit Purish. Denn falls ihr es noch nicht wusstet, Love ist ja aus der Drogerie raus und gibt es jetzt online unter anderem auch bei Purish. Und sie haben ein richtig, richtig cooles Set mit Produkten, die ich schon kenne und die ich wirklich gerne mag. Deswegen habe ich sie so ein bisschen mit in das Video genommen. Und das Ganze hat mich auch inspiriert, dieses Video zu machen. Ich bin also durch meine Make-up-Schubladen gegangen und habe gesucht, hey, welche Produkte sind eigentlich wirklich wirklich, wirklich, wirklich gut. Im Prinzip könnte das auch ein Drogerie-Favoriten-Video sein, aber ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Und falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch selbstverständlich nichts. 34% sind immer noch nicht abonniert. Und jetzt, Freunde, geht es los. Ihr seht, ich sehe ein bisschen. Lass mal das Gesicht wieder in Position rücken. Das bringt Wunder bei mir, ne? Wenn ich so mache. Beim Angebot von Love gibt es diese coole Make-up-Tasche mit richtig coolen Produkten. Ich zeige sie euch hier einmal. Wir haben unter anderem einen Eyeshadow Primer, eine richtig, richtig schöne Mascara, eine Lidschattenpalette und sogar einen Pinsel. Ich setze euch den Link einmal unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ist ein super, super süßes Geschenk. Vielleicht, wenn eure Freundin demnächst Geburtstag hat oder ihr euch vielleicht auch selber mal was beschenken wollt, dann schaut da gerne mal vorbei. Link ist einmal unten in der Infobox. Und jetzt, Freunde, geht es los. Ich fange an mit einem Primer Spray. Und das ist das Catrice Prime and Fine Fixing Spray, Multi-Talent Fixing Spray. Das ist einmal hier in dieser kleinen Plastikdose. Und damit sprühe ich mir schon mal ins Gesicht. Und ich benutze wirklich, wirklich viel davon, weil ich ja keinen richtigen Primer benutzt habe. Und ich möchte, dass das Ganze richtig, richtig schön in meinem Gesicht ein bisschen einwirken kann. Das legt sich wie so ein richtig schöner Primer auf euer Gesicht, aber sehr ebenmäßig. Wenn ihr Primer verteilt, mit euren Händen beispielsweise, dann habe ich immer das Gefühl, dass das Make-up ungleichmäßig hält, wenn man den Primer auch ungleichmäßig aufgetragen hat. Und mit so einem Spray, schaut mal, überall ist Glow. Und ihr kennt mich, Freunde, die Base wird heute richtig, richtig glowy. Wir fangen auch als erstes mit dem Augen-Make-up an und dazu benutze ich die Love-Produkte. Es gibt hier nämlich den Eyeshadow Primer aus der Perfectitude-Reihe. Der hält den Lidschatten richtig, richtig lang und ich drücke mir mal so ein bisschen raus. Der hat so eine etwas beigefarbene Konsistenz und wir verteilen uns den mal auf dem Auge. Ihr könnt schon sehen, der hat auf jeden Fall so ein bisschen Farbe. Einen kleinen Tipp habe ich aber für euch, wenn ihr mehr Farbe wollt, mischt das Ganze einfach mit ein bisschen Concealer. Ich mache das jetzt auch mal, dass ihr das sehen könnt. Ich finde, dann habt ihr die Deckkraft vom Concealer, aber die Langlebigkeit von diesem Primer. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich mische mir das einmal hier zurecht und gebe mir das komplett auf mein Augenlid. Ihr könnt damit auch gleichzeitig richtig schön eure Augenbraue ausschneiden. Die habe ich schon so ein bisschen vorab gemacht, einfach, dass wir hier ein bisschen Zeit sparen. Und schaut mal, der Primer hat so einen leichten Glow und sieht wirklich aus wie Haut. Und ich habe den früher schon geliebt, als es Love noch in der Drogerie gab. Und in so einem Set ist das richtig cool. Wir werden heute auch einen recht schlichten Look schminken. Meine letzten Looks waren ja doch ein bisschen bunter und ihr habt es geliebt. Ich weiß aber, dass viele von euch gerade auch im Homeoffice sind und manchmal so ein rotes Cut Crease Smoky Eye nicht unbedingt das ist, was man unbedingt tragen möchte oder vielleicht auch kann oder darf. Deswegen machen wir so ein perfektes Zoom-Make-up heute und der Primer ist einmal aufgetragen. Schaut mal, wir benutzen die Lidschattenpalette und das ist die Self-Love-Palette. Davon gibt es ja mehrere. In dem Set ist die Self-Love-Palette mit drin und ich finde, ganz ehrlich, ja, wir haben nur zwei matte Farben, aber für diese Alltagslooks reicht das. Ich sage normalerweise immer, und das wäre jetzt auch falsch, wenn ich sagen würde, ich will mehr als zwei matte Farben haben, sage ich auch immer. Allerdings im Gedankengang, den ich jetzt hier hatte für diesen Zoom Get Ready With Me Look, so ein soft erwachsenes Smoky Eye, reicht das völlig aus. Und ihr habt halt extrem hohe Qualität an Lidschatten. Ne? Das war ja auch so ein bisschen die Inspiration für dieses Video. Ich nehme als erstes diese helle Farbe hier und sette damit so ein bisschen den Lidschattenprimer. Ich nehme jetzt hier einfach einen fluffigen Pinsel
und ihr seht, dadurch erhöht sich natürlich nochmal die Deckkraft viel, viel mehr. Selbst dieser helle Ton ist extrem pigmentiert und damit kann man auch, kleiner Pro-Tipp, unter den Augen so ein bisschen highlighten. Ne? Also es geht natürlich nicht bei jeder Hautfarbe, aber wenn ihr so meine Hautfarbe habt, könnt ihr mit dem Lidschatten sogar wie so einen Brightening-Effekt unter den Augen erzeugen. Wir benutzen auch als erstes den Love-Pinsel. Das ist, steht leider keine Nummer drauf, aber der ist recht flach und man kann damit viel machen. Und wir gehen dafür in diese matte Farbe. Ihr seht, ich habe die Palette schon einige Male benutzt. Und die setze ich mir hier direkt auf meine äußere Lidfalte und blende mich so ein bisschen hoch und ich komme ein Stückchen näher. Schaut mal, so könnt ihr das alles so ein bisschen besser sehen. Ich presse mir das Pigment hier einfach schon mal so ein bisschen rauf und gehe damit auch direkt schon auf mein Augenlid. Wir wollen heute einen sehr erwachsenen Look machen, einen alltagstauglichen Look, den man auch schnell mal in 5 Minuten hinkriegt. Ich nehme den Pinsel von eben und gehe hier in den matten Ton rein. Swatchen euch einmal, schaut mal, der ist butterweich und hat einen richtig schönen Braunton. Ihr könntet damit sogar konturieren. Und dann blende ich mir einfach die Farbe hier ganz, ganz weich aus. Und dadurch, dass ich diesen Primer benutzt habe und den ersten matten, hellen Ton, habe ich ein super softes, natürliches Ergebnis. Das Schöne bei der Farbe ist, ihr braucht dann nicht stundenlang aufbauen und habt einfach direkt die Farbe, die auch im Pfännchen ist, auf dem Auge, ein softes Braun. Und wir nehmen jetzt einfach diesen flachen Pinsel und gehen, welche Farbe nehmen wir denn? Das Gold oder? Ja, wir nehmen, komm, wir gehen mal hier in das Gold. Pinsel ist gut voll, ultra cremig. Ich hatte euch die schon mal geswatcht, aber ich mache es gerne nochmal, damit ihr auch mal die Texturen sehen könnt. Also die sind schon vom Finish her Natasha Denona sehr ähnlich. Sehr cremig, sehr wet und ihr habt immer noch Pigment auf dem Finger. Schaut mal, und das nur mit einem Pinsel. Ihr könnt natürlich auch euren Finger nehmen und dann habt ihr richtig, richtig Bums auf dem Auge. Fürs Erste reicht das auf dem Auge schon. Ein sehr, sehr schlichter Look, schön warm, sehr erwachsen. Und wir machen weiter mit Foundation und dazu benutze ich zwei. Ich habe hier einmal die Essence Pretty Natural Foundation und das Rivaldo Loop Hyaluron Make-up. Beide zusammen, Freunde, I tell you, ist immer noch günstiger als andere Foundations aus der Drogerie. Die kostet 3 Euro, die kostet, glaube ich, auch 3 Euro, 6 Euro, sagen wir mal 7 und ihr habt das schönste Finish überhaupt. Blende mir das Ganze auch mit einem Pinsel ein. Ich finde, dadurch wird das Finish super, super schön. Und schaut mal, die Deckkraft, fantastisch. Mit super wenig Produkt kriegt ihr ein super ebenes und glowiges Ergebnis. Das ist ja das, was ich so schön finde. Viele von euch finden das ja auch super. Und ich finde, dass man den Foundations wirklich mal eine Chance geben kann. Die Essence Foundation ist nicht parfümiert, soweit ich weiß. Hat Hyaluronsäure mit drin und Aloe Vera. Und die hat auch Aloe Vera mit drin. Sind beide vegan, glaube ich. Ja, die müssten beide vegan sein. Mein Hals ist gerade ein bisschen rot. Ich schmink mich gerade nämlich zum 4. Mal heute. Ich habe mich gerade abgeschminkt. Hier oben sind 97 Grad. Die Heizung funktioniert nämlich endlich. Aber ich glaube, ihr seht das Finish auf der Haut. Ne? Das ist purer Glow. Das ist ganz, ganz leicht. Also es fühlt sich nicht an wie eine Foundation, sondern eher wie so eine sehr, sehr feuchte Creme. Und in Kombination auch mit dem Spray habt ihr einfach ein super elegantes und glowiges Finish. Wir pudern das natürlich ab, Freunde, wir sind bei mir. Theoretisch könntet ihr euch so aber auch in Zoom-Call setzen. Und jeder, wirklich jeder auf der anderen Seite der Leitung würde sagen, Girl, hast du viel getrunken? Also Wasser natürlich. Trinkt euer Wasser, Freunde. Als Concealer benutze ich eine neue Geheimwaffe aus der Drogerie von mir. Die habe ich zufällig gefunden. Und zwar habe ich hier einmal den Essence Camouflage Concealer in Matt und in Healthy Glow. Beide zusammen, Freunde, iconic. Farbrange in der Drogerie ist, naja, medium. Gehe erst hier so ein bisschen lang mit dem trockeneren. Ihr seht, der ist ein bisschen dunkler. Und dann mische ich den hellen mit rein. Der ist sehr, sehr hell. Aber ich habe den genau deswegen gekauft, weil mir der andere zu dunkel war. Ich lasse das Ganze kurz antrocknen. Das erhöht deutlich, wirklich deutlich die Deckkraft. Ihr wisst, ich bin Full Coverage King, Queen, wie auch immer. Nehme meinen Schwamm und dann mische ich beide so ein bisschen zusammen und verblende sie. In dem Concealer von Essence, in dem Healthy Glow, ist sogar Vitaminkomplex mit drin und der ist wasserfest. Das heißt also, wenn ihr draußen seid und das so ein bisschen feucht ist oder ein bisschen Schnee ins Gesicht kommt, ist gar nicht so schlimm. Schaut mal, wie schön die abgedeckt haben. Ihr habt diesen gesunden Glow von dem Concealer drin, aber die Deckkraft von dem etwas matteren. Und dadurch sieht das richtig, richtig gesund aus. Ich sette das Ganze einmal. Ich habe jetzt kein krasses neues Puder aus der Drogerie, wo ich sage, boah,
Das ist es. Was ich ganz gerne benutze, ist das hier von Wet n Wild. Ich zähle das mal noch mit zur Drogerie. Preislich ist es zumindest Drogerie. Und damit gehe ich hier runter. Und das ist so ein Photofocus-Puder. Ne? Also das sorgt dafür, dass ihr kein Flashback habt. Und sieht richtig cute aus. Schaut mal, wenn man das so ein bisschen aufbaut, habt ihr auch damit eine Full-Coverage-Deckkraft. Mit dem Rest gehe ich jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen lang und sette das Ganze und mache mir ganz schnell den unteren Wimpernkranz. Da nehme ich einfach wieder das Braun von eben, ganz leicht nur. Und wir machen weiter mit der Mascara, die in dem Love-Set drin ist. Und vielleicht kennt ihr die, das ist die Love Rose Sculpting Volume Mascara. Die hat ein ganz cooles Bürstchen, das geht nämlich so ein bisschen konisch nach vorne schmaler zu und ich curl mir einmal meine Lashes. Und das Coole ist, bei den Produkten, die kann man auch mal so in die Handtasche machen. Ich glaube, bei dem Vergleich muss ich euch nicht mehr viel sagen. Das ist Volumen, das ist schwarz und dieses Bürstchen kommt ihr perfekt hier vorne mit ran. Alle Produkte von Love sind cruelty-free, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Bei Cosnova generell, Essence Love Catrice, da gibt es keine Tierversuche. Schaut euch bitte diesen Wimpernaufschlag an. Eine Schicht. Wir machen weiter mit Bronzer und ich glaube, das ist keine Überraschung, Freunde. Der Rival Loves Me Bronzer ist einer der schönsten Bronzer, die es in der Drogerie gibt. Viele Bronzer von mir damals abgelöst gehabt. Ich greife auch immer noch gerne dazu. Sehr, sehr zartes Finish. Ihr könnt ihn gut aufbauen, ohne dass er zu orange ist. Ne? Also er ist so eine perfekte Mischung aus kühl und warm und gibt einfach einen richtig schönen Touch an Farbe. Ihr könnt ihn auch overall ins Gesicht geben. Ich finde nämlich, dass die Textur von dem Bronzer sehr, sehr weich ist und es ist fast schon wie nass. Als Blush benutzen wir einen recht neuen Blush. Das ist der Rosy Touch Duo Blush von Trended Up. Da sind zwei Blushes zusammen drin. Das heißt, ihr könnt entweder mal ein bisschen peachiger gehen oder mal ein bisschen rosafarbener. Ich gehe einfach in beide rein. Die sind sehr, sehr gut pigmentiert. Also, na, abklopfen und dann hier einfach raufsetzen und ihr habt sofort einen Blush-Effekt. Das Make-up hier kostet mich vielleicht 50 Euro. Für meine Lippen gibt es auch eine coole Kombi. Und zwar habe ich hier von Maybelline die Superstay Matte Inks in der Farbe 65 Seductress. Das ist so ein wunderschöner Nude-Ton, der wirklich zu jeder Hautfarbe passt. Also ganz viele Freundinnen von mir haben den auch nachgekauft und sie lieben diese Farbe. Das ist für mich das perfekte Nude. Es sieht so edel aus und es hält. Es hält wirklich den ganzen Tag. Ich persönlich mag die aber sehr, sehr gerne mit einem Gloss drüber. Und dazu benutze ich einen super günstigen und so guten Gloss. Das sind die Shine-Shine-Shine-Glosse von Essence. Es gibt die in so wunderschönen und coolen Farben. Ich habe den in Orange, ich habe ihn durchsichtig. Und das hier ist die Farbe Volume Please 25, glaube ich. Und so ein bisschen nudig. Und ich finde, das hält den Lippenstift nochmal so ein bisschen auf. Der hat so einen leichten Plumping-Effekt. Das bitzelt so ein bisschen. Wenn ihr einen Lippenstift drunter habt, dann sieht man, also merkt man davon nicht mehr so viel. Zum Abschluss gehe ich nochmal mit dem Spray rüber. Diese Schimmertöne von der Lidschattenpalette, ich muss sie euch nochmal zeigen, weil ich so verliebt da drin bin. Das ist wie Natasha Denona Qualität, ne? Also schaut euch das an. Super neutrale Farben, man kann viel mitmachen und ihr habt einfach einen guten Mehrwert, auch vor allen Dingen in dem Set. Ich verlinke euch das, wie gesagt, einmal unten. Der Primer, super. Ich liebe den Pinsel, damit kann man schön detailgetreu arbeiten. Und die Lashes. Ich glaube, dazu brauchen wir nicht weiter drüber reden, oder? Freunde, und das ist der Look mit meinen liebsten Produkten. Für wenig Geld, mit viel Effekt. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt und was ihr zu dem Look sagt. Sehr einfach, Zoom, Ready, Make-up in ein paar Minuten. Wenn ihr nicht so viel quatschen werdet dabei wie ich. Das ist ein super schöner Look und ich bin gespannt, wie er euch gefällt. Ich bin auch gespannt, wie viele Emojis ihr sehen könnt. Schaut auf jeden Fall bei Purish vorbei. Vielen Dank an Love und Purish, dass ich dieses Video für euch drehen durfte und euch dieses coole Set vorstellen durfte. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und wir sehen uns am Freitag, Freunde, mit einer Foundation von... Seht ihr dann. Bis bald.